Hallo und herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu Gast bei mir Student Philipp Winnicke. Schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Philipp, du studierst ja an der Merz-Akademie hier in Stuttgart Gestaltung, Kunst und Medien und bist gerade mitten in deiner Bachelorarbeit. Ihr müsst einen Dokumentationsfilm produzieren. Ja, und du hast gedacht, nee, ich mache jetzt mal nichts Langweiliges, sondern was ganz Außergewöhnliches. Was hast du gemacht? Ja, ich habe mir gedacht, ich bin ja eh so ein sportlicher Typ und einer, der gerne draußen ist, und habe das dann damit verbunden, irgendwie auch mal einen anderen Teil der Welt kennenzulernen und auch meine Liebe zum Fahrradfahren damit zu verbinden, und bin dann einfach nach Südamerika und mit einem Kumpel natürlich, nicht alleine, und mit vollen Packtaschen sind wir dann die Panamericana von Kolumbien, das liegt da im Norden von Südamerika, sind wir dann, wollten wir halt nach Ushuaia, dem südlichsten Ort der Welt, fahren. Wie haben deine Dozenten, deine Studienkollegen dann reagiert, als du mit der Idee um die Ecke kamst? Alle eigentlich durchweg positiv, natürlich auch ein bisschen okay, das ist schon ein großes Vorhaben, was du da hast, und musste dann auch musste natürlich dann auch abgesegnet werden von der Studiumsführung, und das war dann nochmal ein kleiner Kampf, ob das wirklich geht. Aber ging dann alles durch, weil doch jeder mich unterstützen wollte in der Hinsicht. Und ja, durchweg positive Resonanz, natürlich auch Sorge entgegengetragen bekommen. Okay, was machst du da 6 Monate? Da passierte doch, sei bitte vorsichtig dann auch. Aber es waren alle eher neidisch auf mich, dass ich das machen möchte. Und dann seid ihr nach Kolumbien geflogen, du und dein Kumpel, der Fabian. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Weil im Prinzip, du musst es ja alles verbinden. Du fährst Fahrrad, du bist in einem Land, wo du dich nicht auskennst. Du musst dich an alles Neues gewöhnen. Dann hast du noch dein ganzes Equipment, musst nebenher filmen. Also, wie hast du das dann so gemanagt den Tag über? Ja, also wir sind halt nach der Prämisse vorgegangen, wir sind jung, uns kann nichts passieren. Wir konnten auch kein Spanisch so direkt. Okay. An sich hatten wir alles, was wir brauchten, dabei in unseren Taschen. Ich hatte sehr viel Technik natürlich für den Film dabei. Und das, was passiert ist, wollte ich so also einfangen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie was groß stellen. Hey Fabian, bleib mal hier so stehen und sag mal das. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich, so wie wir fahren, wo wir landen, einfach auf Play drücken und wirklich das nur einfangen, wie es gerade passiert. Und um den Zuschauer dann später auch so dieses Gefühl zu geben, er ist wirklich hautnah dabei und da ist wirklich nichts verstellt, sondern so ist es in Südamerika und so ist es, Fahrrad zu fahren in Südamerika. Ansonsten natürlich hatte ich eine GoPro ab und zu mal während des Fahrens gefilmt, und ich hatte auch eine Sony-Kamera abends nach dem Fahrradfahren, wenn es gemütlicher wurde, wenn man das Zelt aufgebaut hatte. Dann habe ich natürlich Fabian mal ein bisschen interviewt. Hey, wie geht es dir jetzt nach den ersten Tagen? Hast du Heimweh? Und dann hat er natürlich erzählt. Dann hat er mich ein bisschen interviewt, um dann auch ein bisschen, ja, Inhalt, ja, so auf Sprachebene reinzubringen. Und dann habt ihr ja ein Erlebnis gehabt, das dann alles verändert hat. Ja, es war ein richtiger Cut in unserer Planung. Wir hatten ja wirklich vor, in den 6 Monaten, die wir hatten, komplett runterzufahren. Und nach 3 Wochen schon sind wir gerade über die Grenze nach Ecuador, und das war der erste Grenzübergang in Südamerika. Alles ist gut gelaufen, das Wetter war super, wir haben ordentlich Strecke gemacht, aber dann haben wir uns irgendwie halt, waren wir ein bisschen zu naiv, würde ich sagen, weil die Menschen uns halt so empfänglich, also so freundlich empfangen hatten, dass wir dann einmal nicht gut aufgepasst haben und einen Zeltplatz gesucht haben, der nicht komplett blickdichter war. Und anscheinend wurden wir dann beobachtet und nachts dann aufgesucht von 3 Männern und mit Macheten bewaffnet sind sie dann in unser Zelt und haben uns dann gefesselt und geknebelt, und unsere Technik natürlich, die sie dann gefunden hatten, die hatten wir natürlich bei uns dabei, also direkt am Körper. Und Bargeld, Handys, ich hatte noch ein iPod, GoPro und
die große Kamera oder die relativ große Kamera waren dann natürlich weg und wir lagen dann gefesselt in unserem Zelt nachts im Dunkeln. Ja. Wie habt ihr euch dann befreit oder habt ihr dann irgendwie die Polizei rufen können? Ja, wir dachten natürlich, okay, weil die hatten auch mein Taschenmesser, habe ich gesehen, hatten sie mitgenommen. Und aber zum Glück hatten sie Fabians Taschenmesser nicht gefunden oder hatten es irgendwie verloren. Jedenfalls lag es neben Fabian. Das heißt, wir konnten uns selbst dann so befreien, wie man es halt aus dem Film kennt. Der andere schneidet dem anderen die Fesseln durch. Und ja, was dann? Also wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, wussten zwar, dass 10 Kilometer vorne dran ein Dorf war. Gut, wir packten zusammen. Und den Fahrrädern ist zum Glück nichts passiert, die haben sie nicht mitgenommen. Und alles zusammengepackt in der Dunkelheit und sind dann zurückgefahren ins Dorf und zur Polizei natürlich. Aber die konnten dann auch nichts machen, sind zwar mit uns nochmal zu dem Punkt hin, aber naja, alles schon vorbei und über alle Berge. Nicht ohne auf jeden Fall. Nee. Ja. Wie dann die Reise weiterging für Philipp und Fabian, das sehen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Hallo, zurück hier beim Stadtgespräch. Heute mit Philipp Winicke, der einen Dokumentarfilm gedreht hat, als er mit dem Fahrrad durch Südamerika gefahren ist. Für deine Bachelorarbeit hast du das gemacht und du und dein Freund, ihr wurde dann überfallen in Südamerika. Was ging da in dir vor? Hattet ihr in dem Moment dann auch Todesangst? Also ich kann jetzt eher nur von mir sprechen. Fabian, der war ziemlich geknickt. Ich persönlich habe im Prinzip schon damit gerechnet, dass es in Südamerika irgendwann mal passieren könnte, dass wir auf der Straße oder irgendwo sonst überfallen werden. Von daher war ich etwas d'accord mit der Situation, war natürlich sehr ärgerlich. Aber ich habe jetzt keinen psychischen Knick davon getragen und wollte natürlich auch weitermachen, wollte weiterfahren. Hätte mir dann halt neue Technik besorgt, aber Fabian meinte dann, okay, ihm war das jetzt zu viel und er bricht ab und fliegt zurück nach Deutschland. Das war, ja, harter Schlag für mich dann auch. Naja. Was hast du gemacht? Du bist mitgegangen, oder? Nach Deutschland? Ja, ich bin mit ihm mitgeflogen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, alleine weiterzufahren, weil mir da irgendwie diese Momente fehlen, geteiltes Glück ist doppeltes Glück, so nach dem Motto. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, alleine zu fahren. Deswegen bin ich zurück nach Deutschland geflogen, um mich neu zu sortieren. Aber ich wollte weitermachen. Ich wollte irgendwie jemanden finden, der auch Bock hat und mir wieder zurückfliegt. Und habe dann auch etwas gearbeitet, um mir eine neue Kamera dann zu kaufen. Und letztendlich hat sich mein Vater gefunden, von dem eigentlich die Idee kam, vor Jahren nach Südamerika vielleicht mal was zu machen. Der wollte auch unbedingt Südamerika kennenlernen, dass er dann gesagt hat, okay, ich beantrage Sonderurlaub und fliege mit dir dann rüber nach Peru. Das haben wir dann auch gemacht. Er hat das Fahrrad von Fabian übernommen, auch die Packtaschen. Und wir sind dann nach Peru und sind dann weiter nach Bolivien und Chile. Und an Silvester ist er dann heimgeflogen, sein Sonderurlaub war dann vorbei. Und zeitgleich sind aber andere Freunde zufälligerweise, das war nicht vorher so geplant, sind dann auch nach Chile geflogen. Er ist nach Deutschland, sie sind gekommen und mit dem bin ich dann weiter nach, weiter runter Patagonien und rüber nach Argentinien bis schlussendlich Ushuaia. Sehr cool. Ja. Würde auch nicht jeder Dad machen, oder? Dass er sagt, ja, ich mache jetzt mit dir weiter. Naja, vor allen Dingen, er ist ja auch schon 61 Jahre alt und er hat auch ab und an Herzprobleme und Rückenprobleme. Aber auf der Reise hat sich das alles irgendwie ausgesetzt. Er war frei, er hat auch ziemlich viel Stress im Büroalltag. Und das hat ihm einfach, es hat ihn komplett befreit. Und er war wieder, total fit. Und gab auch nie Probleme irgendwie. Im Gegenteil, ab und zu hat er sogar mich abgezogen, ist vorne weggefahren, wo ich dachte, okay, krass. Und das hat ihm sehr, sehr gut getan. Aber gab es, als du dann wieder in Deutschland warst, nicht dann auch den Moment, dass du dachtest, oh nee, jetzt ist es wirklich vorbei, ich kann meine Dokumentation nicht fortsetzen? Warst du vielleicht da auch dann ein bisschen
sauer auf deinen Kumpel oder hast du da auch Verständnis dann gehabt, dass er abbricht? Am Anfang war ich natürlich ein bisschen enttäuscht von Fabian, dass er einfach so dann sagt, er bricht ab. Aber es hat sich vorneweg schon ein bisschen angedeutet, dass er mit der kompletten Situation in Südamerika viel Stress, viel Anstrengung, nicht so zufrieden war. Es hat ihm nicht so gefallen wie mir. Aber jetzt im Nachhinein macht es den Film natürlich umso interessanter mit so vielen Zwischenfällen und deswegen kann ich ihm eigentlich nicht böse sein. Und ja. Deine Kamera wurde ja geklaut bei dem Überfall. Das heißt, vieles Filmmaterial ist dann auch verloren gegangen. Wie wirst du das jetzt aufgreifen in deinem Dokumentarfilm? Erzählst du dann in einer kleinen Moderation von dem Ereignis oder wie machst du es? Ich werde mit einem Voice-Over arbeiten. Also das wird nicht anders funktionieren, dass ich dann parallel auch kommentieren werde. Aber wir hatten zum Glück eine GoPro noch direkt nach dem Überfall, die hatten sie nicht gefunden und hatten dann auch etwas gefilmt von der Polizeistation und wie wir nochmal zu dem Ort gefahren sind und alles, was danach kam. Das heißt, es gibt Material von danach, was sehr, sehr wichtig ist für den Film. Von daher wird es schon gut funktionieren, dass da einiges drüber kommt zum Zuschauer. Als du dann am Ziel angekommen bist, letztendlich von deiner Reise, was war das dann für ein Gefühl? Man sieht hier auch noch deine Fahrradhandschuhe. Ja. Die sind ja total mitgenommen. Ich glaube, die sagen alles aus, was in so einem vorgeht. Also die komplette Reise war eigentlich eine pure Anstrengung, speziell auch in Patagonien, wo dann der Wind umso heftiger kam, je weiter wir unserem Ziel kamen. Und das hat natürlich mental ziemlich zugesetzt und man wollte einfach nur noch ankommen und nach so vielen Monaten will man auch nur noch nach Hause. Also ich habe mich richtig gefreut auf Deutschland. Cool, dann wünsche ich dir viel Erfolg im Schnitt für deine Bachelorarbeit. Im Juli musst du es ja abgeben und ja, hoffe, dass du dann auch die Note bekommst, die du dir erhoffst dadurch. Ja. Vielen Dank auch. Dir. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Tschüss, machen Sie es gut.